Hallo ihr Lieben, ich möchte euch herzlich zum Lückenfüller-Kalender einladen. Ein Teil von euch kommt von extern dazu und schnuppert mal 14 Tage rein. Schön, freue ich mich. Und ein riesengroßer Teil sind die Primies, die sich schon die ganze Zeit gefragt haben, was macht die Tante da eigentlich die nächsten 14 Tage? Ich verrate nicht viel. Ich möchte mit euch heute, eine Woche vorher, vorab, schon mal drüber sprechen, was ihr braucht. Ist klar, manche Sachen braucht man. Aber wie ich euch vorab schon gesagt habe, es ist nichts, was man wirklich groß beschaffen muss. Aber ich möchte es mit euch trotzdem durchgehen. So, eine Woche vorher, wie gesagt, ihr braucht Feinliner, schwarze Filzstifte, schwarzen Edding, irgendwas Schwarzes in dünn. Ihr könnt auch gerne mit Bleistift vorzeichnen, überhaupt kein Ding, aber wir brauchen irgendeinen schwarzen dünnen Stift. Dann brauchen wir Wasser. Bitte jetzt nicht denken, ihr müsst ein Rosenthal Wasser kaufen. Das war leer und da ist im Endeffekt nur, also da ist reines Wasser drin. Ne? Einfach nur eine Sprühflasche mit Wasser. Wir brauchen Klopapierrollen. Wir brauchen einen Tacker. Wir brauchen Pinsel und Becher. Wir brauchen Aquarellfarben, wenn möglich. Es gehen aber natürlich auch Wasserfarben. Wir brauchen Aquarellpapier, wenn möglich. Das ist in dem Fall besser, weil je dicker, desto schöner saugt es auch das Wasser und das Papier und die Farbe. Das Papier. Ihr braucht aber nicht, so wie ich, die habe ich mir jetzt wirklich mal gegönnt, Blöckchen in 30x30. Ihr könnt genauso gut von Action, Teddy, Rossmann und Co. einfach günstige Blöcke kaufen. Die gibt es in allen möglichen, quadratisch, eckig, was weiß ich. Und könnt euch selbst eben so ein Büchlein binden. Wie man das macht, zeige ich euch dann auch noch nächste Woche. Aber wie gesagt, ihr könnt auch ganz einfach Blöcke nehmen, die ihr schon habt und dann euch zuschneiden. Es muss auch nicht in quadratisch sein, es kann auch länglich sein. Ich habe da jede Menge davon, die ich immer mal mitgenommen habe. Und ich glaube, so ein Blockband Action kostet 4,99 Euro, wenn überhaupt. Das ist, ich nutze jetzt das da in dem Fall. Eins habe ich vergessen. Wir brauchen noch ein Teelicht. Ein Teelicht. Und wir brauchen, das habe ich auch vergessen, einen Föhn. Ich werde nicht, ich habe den jetzt rein bildlich mal mit hierher genommen, ich werde nicht den Heißluftföhn nehmen. Ich nehme einen ganz normalen Föhn, weil manchmal wollen wir ja mehrere Schichten malen und dann, oder wir wollen dann eben mit unseren schwarzen Stiften drauf malen. Wir haben ja nur 10 Minuten immer, um das Ganze ein bisschen trocken zu pusten. Ich war jetzt noch zu faul, in mein Badezimmer zu gehen und meinen Föhn zu holen. Also den Föhn brauchen wir im Endeffekt auch noch. Der ist so die Geschichte, die uns ein bisschen hilft, um das Ganze trocknen zu lassen. Und mit diesen kleinen Utensilien machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verschiedene Zeichnungen. Wir werden im passenden Prime-Abend, der am 24. ist, darüber sprechen, wie das, was wir zeichnen, übernommen werden kann in unser Programm, was wir dann damit machen können. Und als Abschluss haben wir nochmal wirklich ein schönes Projekt, das wir wirklich dann auch schneiden und wo wir dann mit dem Teelicht auch arbeiten werden. Von daher habt ihr jetzt so einen kleinen Teaser, mehr möchte ich wirklich nicht verraten, weil es schade wäre. Ich werde jetzt schon ein paar Videos natürlich vorbereiten, dass es mich so ein bisschen eingroovt und vorbereitet und auch ein bisschen den Druck rausnimmt, falls einer bei uns hier krank wird, das ist klar. Ich möchte euch bitten, dass ihr einfach euch jeden Tag 10 Minuten Zeit nehmt, aber ach, da reden wir drüber, wenn es losgeht beim EMB Prime Lückenfüller. In der Zeit nehmen wir uns Zeit für uns selbst. Und es wird lustig und cool und schön und easy und entspannend. Ich glaube, das brauchen wir alle mal. In diesem Sinne, ich freue mich drauf, wenn es losgeht. Für alle, die extern dazukommen, ihr könnt 2 Tage vorher schalte ich euch dann frei. Dann seht ihr auch alles, dann könnt ihr den gesamten Mitgliederbereich sehen. Könnt auch gerne dann in die Facebook-Gruppe kommen in der Zeit. Aber ihr werdet dann alle Beiträge jeden Tag sehen können, mitmachen können und, wenn ihr möchtet, eure Ergebnisse zeigen. Wir machen einen Adventskalender mitten im Sommer, Frühling, April. Liebe Grüße. Wenn es Fragen gibt, schreibt mir. Die Eva.